Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, am Anfang der Liturgie, am heutigen Sonntag, haben wir die Barmherzigkeit Gottes gesungen. Ein Misericordia plena est terra. Die Erde ist erfüllt mit der Barmherzigkeit Gottes. Und ein sehr schönes Bild für diese Barmherzigkeit gibt uns der Heiland im Evangelium. Ich bin der gute Hirt. Dieses Bild fasst alles zusammen, was der liebe Gott, was der Heiland für uns getan hat und für uns bedeutet. Schon im Alten Testament hatte der liebe Gott dieses Bild öfter dem jüdischen Volk vor Augen gestellt. Im Psalm 23 betet der Psalmist: Der Herr ist mein Hirt. Der Prophet Isaias sagt eben vom lieben Gott: Er weidet seine Herde wie ein Hirt. In seinen Arm nimmt er die Lämmer, er trägt sie an seiner Brust, sacht führt er die Mutterschafe. Der Prophet Ezekiel ebenfalls. Er zeigt uns, der liebe Gott, er schaut auf seine Herde. Die Herde ist zerstreut und er will seine ganze Herde zurückführen. Und so eben der Heiland selber nimmt dieses Bild wieder. Ich bin der gute Hirt. Und zweimal im Evangelium wird dieses Bild von Jesus dargelegt. Das erste Mal zu den Pharisäern, das ist einige Monate vor seinem Tod, die Spannung wird immer größer und der Heiland zeigt seine Gedanken, zeigt ein bisschen sein Herz. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Sehen Sie auch die Bedeutung dieser Worte, dass ich nicht nur einfach, ja, ich gebe mein Leben, ich bin großherzig, sondern der Heiland weiß genau, was das bedeutet. In ein paar Monaten werde ich gekreuzigt werden. Ich werde freiwillig das Kreuz auf mich nehmen, um meine Schafe zu retten und die Seelen zu erlösen. Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Für jeden von uns hat Jesus sein Leben hingegeben. Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Der Heiland kennt uns. Schon in der Krippe auf dem Kreuz, der kannte jeden von uns, denn er ist Gott. Er ist über die Zeit. Jetzt kennt er uns, all unsere Gedanken. Er weiß, was sie jetzt denken, während der Predigt. Ob sie einschlafen oder ob sie an eine Sorge denken. Er weiß, was wir morgen zu tun werden. Er weiß, was in 10 Jahren passieren wird. Die ganze Geschichte liegt in seiner Hand. Und wie ist es bei uns? Kennen wir unseren guten Hirt? Die Schafe kennen mich. Wir kennen den Heiland zu wenig. Bemühen wir uns, immer mehr Jesus zu kennen. Nicht nur hier im Kopf, wie Mathematik, wie Geschichte, sondern wie man einen guten Freund kennt. Das heißt, mit Liebe, diese innere Beziehung zu Jesus. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafstall sind. Eben Schafe, die irgendwo herumliegen, die verirrt sind. Auch die muss ich herbeiführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Man sieht eben der Heiland, der denkt hier nicht nur an die Juden, die auf ihn hören, sondern an die ganze Welt, an alle diese Heiden, die die Gnade noch nicht haben. Er hat diesen Wunsch. Er weiß, eben durch die Apostel wird das Evangelium verkündet und auch sie werden meine Stimme hören. Es wird eine Herde sein, ein Hirt sein. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen.
eben der Heiland selber die Macht, sein Leben hinzugeben, aber es wiederzunehmen. Wir betrachten es seit Ostern, wie Jesus auferstanden ist. Das ist der Auftrag, den ich vom Vater erhalten habe. Und dann ein zweites Ereignis, wo Jesus über die Herde spricht. Es ist dann nach seiner Auferstehung. Er erscheint den 11 Jüngern beim See Genezareth. Er hat ein kleines Frühstück vorbereitet, Fische, Brötchen. Die setzen sich hin und während dem Essen schaut der Heiland auf Petrus und fragt ihn: Petrus. Und der Petrus schaut auf Jesus: Liebst du mich mehr als diese? Und Sie wissen die Antwort von Petrus, der jetzt demütig geworden ist, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hat. Er sagt nicht mehr, ich liebe dich besser als die anderen, sondern: Jesus, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und der Heiland sagt dann zu ihm: Weide meine Lämmer. Und dann ein paar Minuten später schaut Jesus wieder auf Petrus: Petrus, liebst du mich? Petrus schaut auf den Heiland und antwortet: Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Weide meine Schafe. Und dann noch ein bisschen später wieder zum dritten Mal. Der Heiland, Petrus hat dreimal verleugnet, jetzt dreimal macht er wieder gut, zeigt er seine Liebe zu Jesus. Petrus, liebst du mich? Und der heilige Johannes fügt hinzu: Petrus wurde betrübt, als Jesus zum dritten Mal fragte. Eben warum betrübt? Betrübt, weil er denkt an diese Verleugnung. Herr, du weißt alles, sagt er mit kleinen Tränen. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und der Heiland sagt zu ihm: Weide meine Schafe. Der Heiland vertraut ihm seine Herde. Man sieht ganz klar in diesem Beispiel, wie Jesus will, dass es andere guten Hirten gibt, die ihm für ihn Stellvertreter sind. Und das ist sehr schön zu sehen, was der Heiland verlangt vom Hirten. Nicht viel, das ist auch ermutigend für uns Priester, was der Heiland von uns erwartet, dass wir ihn lieben. Wir brauchen nicht so große Spezialisten sein oder reich zu sein, viel Macht zu haben, es geht um die Liebe. Und deshalb denken wir am heutigen Sonntag auch an die Berufungen. Wie sehr brauchen wir gute Hirten, die sich bemühen, Jesus zu lieben und seine Herde zu führen. Und so wollen wir für die Priester beten, für die Heiligung der Priester, für die Berufungen. Und natürlich nicht nur beten, sondern auch mithelfen. Was nützt es, wenn man für die Priester betet, aber ständig dann Priester kritisiert, ständig meckert, dann macht man das Gegenteil. Ich glaube, die hilft viel mehr, wenn man positiv ist, wenn man versucht auch, den Priester mitzuhelfen, zu ermutigen. Und versuchen wir eben fügsam zu sein. Was ist wichtig beim Schafe? Dass er dem Hirten folgt. Und wir haben leider aufgrund der heutigen Zeit ein bisschen diese Tendenz, dass wir den Geist der Autorität verlieren. Das ist natürlich ein großes Problem. Wir können der Autorität nicht blind folgen. Wir können dem Papst nicht einfach folgen. Es geht um den Glauben, dass wir unseren Glauben bewahren, aber das ist nicht normal. Die normale Haltung ist eine Haltung des Gehorsams. Und man sieht sehr schön bei Erzbischof Lefebvre, wie er treu geblieben ist. Er konnte nicht folgen, aber trotzdem hat er diesen Geist der Demut, Geist des Gehorsams, der Fügsamkeit. Er hat immer geschaut auf die Meinung der anderen. Er war nicht ganz überzeugt, ich mache nach meinem Kopf, ich bin ganz absolut unfehlbar und sicher, sondern diesen Geist der Fügsamkeit und der Abhängigkeit. Das ist auch ganz wichtig für uns, für Laien wie für Priester, dass wir nicht zu sicher sind von uns selber, von unserer Meinung, sondern dass wir uns bemühen, eben diesen Geist des
Gehorsams zu verinnerlichen. Und tatsächlich, eben, wenn wir dem Priester folgen, dem Bischof folgen, es ist, um Jesus zu folgen. Es geht nicht um die Person, nicht weil eine Person uns gefällt oder nicht gefällt. Wenn ein Priester uns gefällt, dann folgen wir und sonst nicht, sondern es geht darum, dass wir Christus folgen. Er ist unser guter Hirt. Und die ganze Liturgie heute lädt uns ein, auf den Heiland zu hören. Betrachten Sie bei der Heiligen Kommunion die Antiphon, die die Schola singen wird. Die Liturgie sagt uns, ihr habt den Heiland empfangen, seid hier in der Kirche mit Jesus, hört auf ihn. Wer ist er? Was sagt er? Ego sum pastor bonus. Jesus sagt uns, ich bin der gute Hirt. Meine Schafe kennen mich, ich kenne meine Schafe. Und der Heiland gibt uns persönlich und durch die Heilige Messe, durch die Kommunion sein Leben hin für uns. Er kennt uns, er kennt alle unsere Sorgen. Denken wir dran. Alles hängt vom lieben Gott ab. Und wir wollen versuchen, ihn immer mehr zu kennen. Wir müssen immer mehr überzeugt sein, dass alles von Jesus hängt. Dass alles andere nicht so wichtig ist. Die Sorgen, die sie haben, die Ärger, die Kreuze vom Alltag, die Probleme, die gehen vorüber. In 200 Jahren, was bleibt noch davon übrig? Ja, wir machen uns so viele Gedanken und so viele, aber das geht vorbei. Das Wichtigste ist eben der Heiland, unsere Beziehung zu ihm, unser Vertrauen. Also möge die Mutter Gottes uns helfen. Sie war so mit dem Heiland verbunden. Denken Sie noch an, wie Maria Jesus gefolgt ist auf dem Kreuzweg, wie sie sich gefreut hat bei der Auferstehung, wie sie seine Wundmalen betrachtet hat. Sie hat oft den Psalm gebetet, der Herr ist mein Hirt. Für sie, der liebe Gott, war wirklich ihr Hirt. Und so möge die Mutter Gottes uns helfen, dass wir immer mehr den Heiland kennen und ihn lieben, ihm folgen, bis wir einmal im Himmel das Herz Jesu betrachten dürfen, teilhaben dürfen an seine ewige Glückseligkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.